Willkommen zurück zu Pokémon Snakewood. Lange ist es her, da haben wir Pokémon Snakewood das letzte Mal gespielt. Heute geht's weiter. Dabei werden wir Kämpfe bestreiten und ignorieren bei jedem Raum diesen Mann hier in der Ecke, denn ich weiß, dass er einen Glitch ausführt, sobald wir ihn ansprechen. Ich weiß nicht genau, welcher das war in den Räumen, aber ich weiß auf jeden Fall, es war so ein Typ. So, was haben wir denn hier? Gott! Was denkst du überhaupt, hier einfach reinzuplatzen? Adorn von Explanations. Oh Gott. Ich will keine Störungen. Ich will dein Blut. Ich hoffe, ich habe das mal richtig übersetzt, denn wie viele wissen, ist mein Englisch ultimativ, ja, einfach das Beste, was es gibt. Und er hat einen Zorak. Er hat einfach einen Zorak, okay. Das ist natürlich, wow. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir hin mussten. Eigentlich dachte ich, von wegen, dass wir, nachdem wir hier, wer ist es jetzt? Nachdem wir nach Baumhausen City, also um den Umweg kommen, in die richtige Stadt rein, dass wir von dort aus, die Arenaleiterin besuchen sollten. Aber ich glaube, wir müssen erst hier rein und etwas erfüllen, so eine kleine Nebenquest. Ich kann mich leider, ich muss zugeben, leider nicht mehr so stark daran erinnern. Ich muss zugeben, damals, als TK und ich das gespielt haben, das ist ziemlich lange her und ja, bald wird er auch wieder dabei sein, hoffe ich, denn dann werden wir zusammen das Ende aufnehmen. Denn ich habe ihm versprochen von wegen, dass wir das Pokémon Snakewood Ende doch schon zusammen sehen werden und das möchte ich ihm natürlich nicht vorenthalten. So, und damit ist der Student besiegt. Oh, du bist stark! Ich glaube, ich kann dich nicht aufhalten. Okay. Geh ruhig umher, aber geh nicht uns im Weg. Ich glaube, das war hier sogar nur zum Kämpfen gedacht. Das ist alles in der Aufnahme und da störe ich mal nicht weiter. Ich gehe einfach mal weiter hier hin. Hallo? Cut! Hey, Kid! Du kannst hier nicht einfach rumwandern. Ja, ich weiß, es sind Filmaufnahmen, habe ich recht? Oh Gott. So wie in Hollywood. Hinter jeder Ecke ist ein Film. So, das andere Problem, was ich bei dem Spiel habe, ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, welche Pokémon es alle gab und welche wir hatten. Ich habe halt so lange nicht gespielt. Ich hoffe, dass wir mit unserem Team gut zurechtkommen. Auch wenn ich vor gewissen Gegnern Angst habe. Denn ich weiß, hier gab es Gegner wie Milotic und Milotic sind in dem Spiel ziemlich stark. Wenn nicht sogar überpowered und ja... Oh, Swagger, ey. Das ist eine wunderschöne Attacke, merke ich gerade. So. Natürlich der Kopfstoß, aber wo haben die eigentlich immer diesen Hypertrank her und alles? Das ist seltsam. Die haben einfach alles. Das ist... Oh. Machen wir das so ein bisschen schneller. Huch! Oder so. Das ist... Also so schnell muss das jetzt auch nicht sein, Kapilz. Das wäre jetzt aber ziemlich schnell. Oh, das hat mich natürlich in eine schlimme Situation gebracht und, ach, du kannst einfach bleiben und guck dich ein bisschen um, wenn du willst. Ja, ja, ich will euch aber nicht stören. Huch? Cut! Was ist das denn? Wo guckt der Typ da links hin? Ganz links der Typ. Wow, das ist eine wunderschöne Wand an der Seite. Ein Schatten. Der filmt bestimmt den Schatten. Das ist definitiv der Schatten, den er da filmt. So, Aspodel. Was ist das für ein Name? Au. Wir müssen uns ein bisschen Energie holen. Oder wir sterben einfach. Das ist auch eine Möglichkeit. Das ist natürlich die beste Möglichkeit, die wir haben. Müssen wir kurz überlegen. Was setzen wir ein? Kommt unser Smogmog. Wobei, ich glaube, Giftattacken sind nicht sehr effektiv. Ne? Aber wir haben es vergiftet. Das ist sehr wichtig. So, dann kriegst du mal ein richtig dickes Smog in. Fick dich. Fick dich einfach. Mein Gott, ey. Bist du ätzend. Jawohl, ist es bald mit dir! Danke!
Was für eine ekelhafte Missgeburt. Das ist... Und ein Luxtra. Ja toll, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir unser geliebtes Kapitel nicht mehr haben. Ich versuch mal was. Stirb, Motherfucker! Fuck. Okay, das ging in die Hose. Das ging leider in die Hose. Schade, wäre aber lustig gewesen bestimmt, wenn wir noch getroffen hätten. Oh, jetzt hat es auch noch... Du willst dich doch verarschen, ne? Du hast doch jetzt nur Roman in den Kampf rein... Hör auf! Sehr amüsant. Oh Gott. Oh Mann. Ey. Willst du mich verarschen? Der macht mich hier fertig. Weil sein Luxra einfach mir dermaßen auf den Piss geht. Hör auf! Mein Gott! Egal, Zickzack kriegt erstmal richtig viel EP. Odursleaf? Was ist denn Odursleaf? Odursleaf. Nee, geht's sofort. Ach, keine Ahnung, es sieht auf jeden Fall nicht gut aus, weil es kein Angriff ist. So. Wow, wow, wow! Wir müssen unbedingt uns heilen gehen, denn wir haben nach dem Kampf ziemlich was mitbekommen. Das war ein Fehler. Okay, du kannst hier ruhig bleiben. Ich meine, der Film ist sehr interessant. Ja, definitiv. So, mal kurz hier durchgehen. Was? Schau, du bist hier ein bisschen mehr gelaufen. Du kannst das wirklich tun. Du kannst nun den Besucherraum besuchen von Godot. Ich denke... ich sah ihn das letzte Mal, als er in den Klassenräumen war. Welche ganz rechts sind. Aber ich will mich heilen. Jetzt spricht er mich auf einmal an. Joyfake! Komm, Tilly. Heil mich einfach, danke. Tilly, ey. Schwester Tilly. So, und wir können nun ganz rechts reingehen. Vorher ging das nicht. Was? Okay, da kommen wohl irgendwelche Dinge raus, die uns schon auf der Reise aufgehalten haben. Und wir wollen da erstmal nicht lang gehen, weil wir Angst haben. Gut, das ist verständlich. Gut, drei Räume. Wollen wir uns mal umgucken. Der Streberraum, okay. Das ist die Filmtheorie-Klasse. Wir lernen über den Film. Über die Filmtheorie natürlich. Die Special Effects, die Praxiseffekt, in die Praxiseffekt umzusetzen, ist einfach das Beste. Denkst du nicht auch? Ja, klar. Yay, ich liebe dich. Ich studiere, die doppelte Abel-Struktur. Möchtest du mich darüber ein bisschen, erfahren? It's where you see everything as the character do. Like when it's dark in a film and you can see anything either. Interesting, huh? Ich habe kein Wort verstanden. Ey, möchtest du ein paar Noten von meinem Sound hören? Ja, okay, komm. Oh, irgendwie so, ich verstehe kein Wort! Bis ich gerade die Zelle gesehen habe mit das Gegenteil, hätte ich noch alles verstanden, aber was ist Anne Fett? Irgendwas Sound. Ich habe keine Ahnung. Wie die glückliche Musik, die in Frustration spielt und ja. Klar, das war auch eine lustige Musik da damals. Gebe ich echt zu. So, nächster Raum. Was geht denn hier ab? Das ist die Aktklasse.
Wir lernen nun, wie man ein Schatten der echten Menschen ist. Meine Handschrift ist so schlecht. Ich brauche eine Fotokopie von irgendjemand seinen Text. Ich habe all diese Texte in einen Postkrieg mit Paint umgemalt, keine Ahnung. Oh, ich hab... Leute, da müsst ihr echt verstehen. Ich hab... Mein Englisch ist einfach nicht so gut. Das ist... Nee. Und ich werde es auch nie trainieren. Das ist... Ich bleib dabei. Was ich Englisch kann, kann ich Englisch und das war's. In dieser Klasse konzentrieren wir uns darauf, ja, worauf auch immer. Ja, die Filmstudenten chatten miteinander. Wenn ihr euch übersetzen könnt, dann übersetzt euch das mal selber gerade. Aber so was Film angeht, habe ich keine Ahnung, worüber die labern gerade. Das ist. Ich habe nie in der Klasse gesessen und habe, ey, wir reden über Filme jetzt. Guck mal, das, was ich hier zum Beispiel rauslegen kann, ich habe gehört, dass es da ein paar Pokémon gibt, die Waffen gestohlen haben von was auch immer Corps es ist. Vielleicht Corporations. Ich weiß es nicht. Auf dem Schlachtfeld. Ist das wahr? Also, das wäre so gut, wie ich übersetzen kann. Gallert? Nee, sie... Oh, er ist hier nicht. Wir warten alle auf ihn. Und dann kann nämlich der Unterricht beginnen. Aber ich denke mal, er wird irgendwann kommen. Und ihr? Was ist auf der nächsten Etage? Das ist ein Geheimnis. Nein! Was ist denn unter mir, die Treppen runter? Das ist ein Mystery. Du sollst mich durchlassen. Gut, hier, ich rede wieder mit dem Ding. Ja, ist schon gut. Gut, dann müssen wir so anders finden. Ich weiß aber gerade nicht, wo. Wo finden wir die denn jetzt? Wir haben ja hier noch mehrere Räume. Also von daher können wir uns noch ein bisschen umgucken. So. Oh. Die wir kämpfen. Das ist kein Gebiet für die Besucher. Boah, kein freitrittlicher Besuch für die, Gebiet für die Besucher. Und sie hat Milotic. Es war doch sowas vom Herzusehen. Das war I. Das war auch vorherzusehen. Hör auf! So, weg mit dir. Alter, wie sie sich immer alle heilen müssen, so richtig mega. So, du kämpfst echt gut und bist richtig süß. Yeah, wir sind süß. Meine Chiricho ist ja auch eine Schnuckel, ja? Huch, du willst nicht kämpfen? Hey, möchtest du in unseren Raum kommen? Nein. Was soll eigentlich Dorm heißen? Du bist ein Mädchen, das weiß ich. Achso, das ist irgendwie ein Männerraum, okay. Hey, TM30! War TM30 nicht Spukball? Bei dem Spiel bin ich mir eh... Ja, doch, Spukball. Bei dem Spiel bin ich mir eh unsicher. So. Huch! Wer bist denn du? Hallo, Fremder! Ich bin Goddard! Bist du hier wegen des Jobs? Ich denke, das muss ein Witz sein. Und der Witz hat sich lang genug getrieben. Kann ich bitte einen Besucherpass bekommen und so Vera City sehen? Bitte! Oh! Why do you need, warum wolltest du warum willst du sie unbedingt sehen? Ich muss was auschecken und zwar alles. Dass alles okay ist in dieser Stadt. Und das ist natürlich mit Vera City verbunden. Intriguing, keine Ahnung. Das ist eine sehr gute Aufgabe für ein ganz junges Mädel. Sehr schön, hier hast du deinen Pass. So, well, I don't want to keep my students waiting. Ich will meine Studenten jetzt nicht mehr warten lassen. Ich gehe wohl besser. Boah, diese
verhurte Quest nicht ein bisschen dämlich und der Witz über Goddard nicht lang genug? Und ich hoffe nicht, das war der einzige. Ich hoffe echt, das war der einzige in dieser Region. Sagen wir mal so. Ich glaube, das soll das so heißen. Ich bin mir unsicher, aber ich hoffe mal, ich habe recht. Ich bin Masa. Jetzt haben wir einen Besucherpass. Und wir kommen natürlich verglitscht wieder raus. Das ist immer wieder lustig. Haha, ich freue mich doch immer wieder. Gut, können wir jetzt da hoch? Ach, ich meine da hinten hoch. Wieder hoch. Okay, dann eben nicht. Gut, dann müssen wir als nächstes Fragezeichen. Da hinten vielleicht. Was ist das für ein Raum? Das ist nicht das... Was? Warte mal. Das ist nicht der Weg zu Vera Cities. Ach, das ist ihr Name? Ich dachte... Oh Gott! Wäre ich ja nie drauf gekommen. Nö, das ist auch nicht der Weg. Das sind einfach nur aufgekritzelte Dateien. Gut, dann gehen wir halt zu ihr hin. Oh, wer bist denn du? Ich bin Shichu. Professor Burke sendete mich, um zu gucken, ob alles hier okay ist. Oh, wie nennen wir das nochmal? Oh, wie nennt man das nochmal, wenn man sagen möchte, von wegen, dass genau jetzt gerade der perfekte Zeitpunkt ist? Mir liegt das auf der Zunge, das ist ekelhaft. Wie passend. So, jetzt hab ich's. Du siehst, es ist eigentlich nichts okay hier. Was passiert? Die rechte Textbox ist verbuggt. in the basement, unserer Suchraums, keine Ahnung, haben wir an einer Kamera gearbeitet und dieser lebt nun. Doesn't that render filmmakers and that's about ob es lebt? So. ich hätte es früher ausgelöscht, aber ja. Anyway, the point is that the camera is too in. Die hätten sie schon früher ausgelöscht, aber die Kamera ist zu schlau und hat begangen, eigene Recherchen zu machen. Das ist unerwünscht und ja, könnten wir sie nicht bitte aufhalten? Ach Gott, ey. Du möchtest also, dass wir verrückte Roboter aufhalten? Genau, du siehst sehr stark aus und wenn du vom Birk herkommst, dann musst du auch stark sein. Dann halten wir heute noch die Kamera auf. Yay, verrückte Kameras aufhalten. Das ist das, was man sich immer gewünscht hat. Hallo? So, ich glaube, die waren mich hier drin. Schau sie dir an. Ist sie nicht wunderschön? Dieses Gebiet ist nicht angriffbar. Nicht in Ernst. Also, ja. Wild X32763, greift an! Es ist echt krank, dass wir einen Pokémon-Kampf gegen eine Kamera machen müssen. Aber wenigstens ist sie auch Stahl und so ist sie leicht zu besiegen. Aber sie besiegt uns auch. Aber wir sie fangen können? Würde ich immer eine Kamera haben. Nein, Spaß. Ich würde sagen, wir bleiben bei unserem Team. So, und die Kamera ist besiegt. Die ganz komische Kamera. Und weg ist sie. Einfach so. Plupp, weg, Ende. Es war jetzt auch nicht so der übermächtige Gegner. Muss man ja zugeben. So, Kamera ist besiegt. Okay, ich habe die böse Kamera besiegt. Kann ich jetzt nur mal etwas bekommen? Eine Gegenleistung? Die meisten Leute geben mir eine Gegenleistung für diese schwere und lange weite Reise. Ja, aber ich nicht. Nö, ich will nicht.
Nö, nö. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss zur Arena gehen. Und nach meiner Schwester schauen. Oh, immer diese Leute, die keine Belohnung geben. Zombie-Apokalypse, da muss man eine Belohnung kriegen, auf jeden Fall. Oder irgendeine Krankheit halt. Last of Pokémon oder so. Wie auch hier einfach ein ganzes Gebäude entstanden ist in den 2 Jahren, ja? Das ist... So, warte mal, wie ging das hier nochmal? Ich will gerne wissen, wo wir lang müssen. Ich glaube, wir müssen da runter, ne? Oder? Hey! Klingelt gerade dein Handy? Hey, tatsächlich! Eine Witch greift an? Oh mein Gott, wir sollten besser Veracity helfen gehen. Hm. Und die sind jetzt weg? Was müssen wir bloß tun? Das sehen wir im nächsten Part von Pokémon Snakewood. Übermorgen kommt der nächste Part. Ich werde es jetzt so machen, dass ich mit Pokémon Y abwechselnd mache. Und ja, bis dahin würde ich sagen, Leute, danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Und Masala Vista, Baby.